Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier und jetzt mal wieder seit langem ein kleines Mod-Test-Video oder viel eher ein Begutachtungsvideo von neuem verfügbaren Rollmaterial. Und zwar geht es um die KVV Duivac-Wagen, der GT800C und der GT800D. Den Modder kann ich leider namentlich nicht aussprechen, aber Gruß und Dank geht auf jeden Fall raus und da solltet ihr euch diese Wagen ziehen, denn lasst unbedingt den Daumen nach oben und den Dankeskombi da, gelle. Und ja, wir schauen uns die jetzt einfach mal ein bisschen genauer an und spotten mal so ein bisschen die Fahrzeuge hier auf der Map. So, und wir steigen auch einfach gleich mal direkt ein in die Begutachtung und halt mit der Linse einfach drauf. Und so schaut der ältere der beiden verfügbaren Modelle aus. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die sehen wirklich schick aus. So, und da kommt nochmal der... Oh, ich muss gucken, bin ich nicht allzu bewandt, aber es müsste der GT8-100D sein, oder? Der neuere der beiden verfügbaren Varianten der Duivac-Wagen. So, wir gucken uns gleich nochmal die Türen genauer an. Ja, genau, das ist der neuere. So, hier kommt auch noch einer. Abermals der GT800 Dora. Ja, guck mal, das mit den Türen, das schaut auch richtig gut aus. Also lasst gerne mal einen Kommentar da, wie ihr die Geräte findet. Ich finde die nicht schlecht. Und nochmals der modernere Typ. Sag mal, die alten habe ich doch auch mit aufgegleist. Altes Gut, die 100C saß. Da kriegen wir bestimmt gleich noch einen vor die Linse. Ja, und ich weiß gar nicht, mit welcher Variante ich mal gefahren bin. Wahrscheinlich noch der 100C, also der GT8-100C Variante. Ich habe eine Zeit lang in Neckarsulm gewohnt und bis Heilbronn sind doch die Duivac-Wagen gefahren, oder liege ich da falsch? Und zu dieser Zeit müsste ich mindestens, ihr wisst es, Jacko der Autofahrer, aber mindestens einmal bin ich mit den Geräten unterwegs gewesen und habe Heilbronn unsicher gemacht. Ja, aber die gefallen mir gut. Die sehen wirklich gut aus. So, hier haben wir gerade eine ältere Variante. Die macht sich gerade vom Acker. Die spotten wir gleich nochmal von vorne. Ab in die Altstadt rein. So, jetzt nochmal von vorne. Genau, das sind die älteren Wagen. Die denke ich auch noch selbst eher zu kennen. Cool. Ja, und lasst euch nicht von der Soundkulisse irritieren. Irgendwo im Hintergrund eiern hier überall noch die S-Bahnen rum auf der Map. Das hat aber nichts mit den KVV-Duivac-Wagen zu tun. So, und wir können die auch gerne gerade nochmal von drin spotten. Beziehungsweise einfach von innen sichten. So schaut das Ganze aus. Und ja, ich finde es von innen auch sehr gut gelungen. Mit der Verglasung, den Sitzen. Das ist schon was Genaues. Cool. Und auch da, wenn wir uns mal direkt in den Führerstand begeben, ein Stück noch einstellen, auch das sieht gut aus. Was für eine Kanzel. Sehr schön. Also ich muss sagen, das ist eine sehr gelungene Mod. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wie groß die ist von der Speichergröße her. Ich hätte gedacht, irgendwas von um die 40 MB gelesen zu haben. Kann das sein? Sehr nice. Wir steigen gerade mal im Vergleich zu den älteren Duivac-Wagen dazu, zu den GT800C saß. Jetzt bin ich zu faul, hier zu gucken, wo auf der Map gerade einer rumfährt. Ich schwinge mich einfach direkt mal so rein. Okay. Das schaut denn so aus. Moment. So. Auch cool. Also, das sind richtig schicke Modelle, muss ich schon sagen. Gefällt mir ungemein und ich glaube tatsächlich auch, es wird viele Fans geben da draußen, die diese Wagen auch feiern werden. Schön. So, und zu guter Letzt checken wir gerade nochmal die technischen Daten. Duivac GT800C, ich bin schon ein richtiger Fachsimpeler, bei 90 km/h, 1000 kW, 170 kN, Kapazität 75 Fahrgäste. Okay, so verhält sich das Ganze. Gewicht 59 Tonnen. Mhm. Und dann der neuere der beiden. Um 10 km/h schneller auf 100 km/h, ebenfalls 1000 kW, 170 kN. Ob das jetzt dem reellen Vorbild entspricht oder einfach nur fiktive Werte sind, ich tippe eher darauf, das ist ein Stück weit fiktiv.
Aber sicher bin ich mir dabei weit nun auch wieder nicht. Aber auch hier, Gewicht 1 zu 1 dasselbe. Ja, das wird wahrscheinlich nicht ganz so sein. Und wenn ich gerade selbst so durchschaue, stelle ich fest, aha, es gibt also noch mehr Material von Duvac in dem Fall, auch was ich reingeladen habe. War mir jetzt auch nicht so bewusst. Interessant. Na gut, so. So, und jetzt fällt mir gerade noch ein, eigentlich bräuchten wir noch eine schöne Überlandszene. Denn diese Garnituren sind ja nicht nur rein in der Stadt unterwegs, sondern legen ja auch weite Wege über Land zurück, zwischen den Städten, bei und um Karlsruhe zum Beispiel. Naja, nur Überland kann ich hier nicht bieten, drum schauen wir uns noch die letzten Sequenzen an. Bevor wir auch schon fertig sind mit diesem kleinen, klitzekleinen Vorstellungsvideo. Jo, und dann sind wir schon durch, Freunde. Ich sag nochmal, thank you very much for this very, very nice vehicles. For this trams. And, ja. Wenn ihr euch die Mod zieht, lasst einen Daumen da. Paar Worte da, kann nicht schaden, gell? An den lieben Modder. Also, vielen lieben Dank auch fürs Reinschalten hier. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt uns sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich natürlich über eure Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt gesund. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba. Der Checo. Servus.